Oh mein Gott! Tua Lalan! Ja, wie viel gibt er mir? Wie viel gibt er mir? Wie viel gibt er mir? 150 bis 5000. Boah, richtig fett. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team mit mir, Thomas und Playgeldern. Und in der heutigen Folge wird es mal wieder Zeit für ein Pack-Opening. Denn das Team der Woche, was ist das denn hier? Das ist doch das alte Team der Woche. Aber da stand gerade im neuen, sind Bale, Boateng und hier. Team der Woche, das neue, Boateng, Bale und Dzeko. Oh, so ein Boateng wäre auch geil, oder so ein Bale. Können wir schön verticken. Wer genau jetzt im Team der Woche ist, das weiß ich nicht ganz genau, aber wir machen mal ein ganz kleines Pack-Opening, denn die Folge kann heute leider nicht so lang werden, da wir ja morgen in den Heidepark fahren und der Thomas bald ins Bett muss, sozusagen. Aber es ist mal wieder Zeit für ein Pack-Opening und das erste Pack-Opening, beziehungsweise das erste Pack ist Müll. Wir nehmen die Verträge wieder mit und den Rest können wir wirklich wegschmeißen. Also ich habe mir noch überlegt, irgendwie Courtois oder so zu kaufen, aber... Ja, ich meine, der Tschech hat eine gute Leistung und Courtois ist jetzt nicht so dringend nötig. Los, Alaba, gib mir was Gutes. Überspringen. Bah, Burk. Burk. Französisch für I oder was das war, keine Ahnung. Das war bei uns im Vokabelheft. Aber ja, das ist echt beschissen, was da gerade drin war. Wie viele Packs wir ungefähr öffnen, ich habe keine Ahnung. Wir werden es einfach mal laufen lassen. Es ist gerade Mittwoch um 20.10 Uhr und das neue Team der Woche ist seit einer Stunde und 10 Minuten raus, aber irgendwie... Boah, ich hatte dieses Jahr nur einmal Packglück, indem ich Robben gezogen habe. Da war ich schon stolz auf mich, ja. Das war schon richtig heftig, als ich den gezogen habe. Da habe ich mich richtig gefreut. 1,6 Millionen Coins dafür noch damals bekommen, bevor die Price Wages kamen. Aber naja, jetzt ist er nur noch 500.000 wert und das ist schon ein bisschen schade. Mangala und Immobile, doppelt, okay. Auf der Transferliste würde ich sagen. Die bringen eigentlich noch ein paar Coins ein. Schätze ich mal. Die Verträge nehmen wir wieder dankend mit. Und den Rest werden wir einfach wegwerfen. Heilung nehmen wir auch mit. Keremitri-Style nehmen wir auch mit. Ich habe letztens mal jetzt langsam angefangen, diese Karten zu benutzen. Also ich muss schon sagen... Schlecht sind die auf gar keinen Fall. Nein. Griezmann, gib mir was Gutes. Bah. Das ist blöd. Da ist nichts drin, nur Müll. Torwarttraining, Geschwindigkeit, das nehmen wir auch noch mit. Ja, der ist bestimmt nicht viel wert, oder? Ja. Alles schnell verkaufen, brauche ich nicht. Hol ich lieber wieder ein paar Coins rein, damit wir eventuell noch ein Pack mehr öffnen können. Los, Messi, gib mir ein Messi. Müll, 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 Müll. Ey, ich will einmal nur so einen Kracher ziehen, nur einmal. Mauernkracher. Ich lasse es lieber mit meinen schlechten Witzen. Los, Alaba, gib mir was Gutes. Überspringen. Ich kann nicht so lange. Keen. Boah, den tun wir sogar in Verein. Erledigte Aufgaben. Okay, was haben wir denn gerade erledigt? Keine Ahnung. Oh, rechts Mittelfeld, zu rechter Flügel, kann ich sogar öfters gebrauchen. Marksman und Maestro, okay. Ach, morgen wird ein richtig geiler Tag im Heidepark. Tim und ich haben schon gesagt, wir gehen überall rein. Es wird keine Angst geben. Ah, das wird heftig, das wird echt heftig. Scream wird auch heftig, wieder nur Müll. Ah, 80 Meter sind das, glaube ich, oder? Und dann 2 Sekunden oder so war das freier Fall. Das wird richtig heftig, ey. Man könnte theoretisch gesehen einen Block oder so machen, aber ich habe keine Kamera dafür. Und mit einem Handy will ich auch nicht aufnehmen, da mir das dann zu unqualitativ ist. Nein. Oh. Klassisches Trikot von Paris. Fitness nehmen wir auch noch mit. Eto'o, ja, kann weg, brauchen wir nicht. Und alles wieder schnell verkaufen, da wir das ja nicht brauchen. Ich bin noch nicht so ein Hardcore-Abstoßer. Es gibt ja schon andere YouTuber. Naja, ich würde mich selber noch nicht so ganz als YouTuber bezeichnen. Ich mache es aus dem Hobby, aber von Abos her 200 Abonnenten. Alter, richtig geil.
Wie gesagt, das 200 Abonnenten Special wird, das erste wird wahrscheinlich Freitag kommen, irgendwie abends oder so, oder vielleicht erst Samstag und das andere frühestens Sonntag, da ich mir für das andere sehr viel Mühe gebe. Aber man kann sich drauf freuen, ja, andere YouTuber sind ja solche Hardcore-Abstoßer, die sogar Verträge und so abstoßen. Ja, das finde ich ein bisschen übertrieben, aber wenn man 5000 Verträge hat, ist es verständlich. Alter, wir haben hier schon wieder einige Packs gezogen, aber es ist nur Müll drin. Ich weiß gar nicht, wie man so Ronaldo oder Messi ziehen kann. Ich verstehe das nicht. Da muss man schon mega viel Glück haben. Was wir ja nie haben, also. Los. Ja, gleich werden wir nicht überspringen, sondern einfach mal so lassen. Heilung plus 4. Wow, und zentrales offensives Mittelfeld zum Mittelstürmer. Ja, kann man auch mitnehmen. Guardian Cruz ist hier drinnen. Zwei Bundesligaspieler sogar, aber wir haben ja kein Bundesliga-Team mehr. Los, Messi, dich werden wir lang laufen lassen. Oh! Nice. Das ist ein Fehler aufgetreten. Wir kehren jetzt ins Hauptmenü zurück, okay. Ey, das hatte ich auch noch nie. Ich will gerade ein Pack öffnen und dann passiert sowas. Ja, ich habe verstanden, dass wir Ultimate Team verlassen. Ultimate Team. Jo, jetzt werden wir wieder reingehen. Was war hier gerade los? Keine Ahnung. Es wird bestimmt wieder solche Lacker geben, die bestimmt Bale irgendwie ziehen oder Boateng. Aber... Guck mal, wenn FIFA das mit den Preisen wirklich so stark angepasst hat, dann finde ich auch, dass die das anpassen sollten mit den Spielen, dass man mehr Coins bekommt. Wenn man keine Coins mehr kaufen kann, ist das für einen normalen Spieler... What the fuck? Das Pack wurde trotzdem geöffnet, okay. Boah, ist auch nicht schlecht, ne? Ist auch nicht schlecht. Das werden wir natürlich wieder alles mitnehmen. Und den Rest werden wir schnell verkaufen. Da wir das ja nicht brauchen, 38.000 haben wir noch. Sets ansehen, würde ich sagen. Promo-Sets gibt's auch nichts. Ja, Gold-Upgrade-Set ist blöd. Da ziehe ich lieber solche 7500er-Packs. Ah, Mann, ich will nur einmal was Gutes ziehen. Nur einmal. Das Beste, was wir jetzt in den Folgen gezogen haben, war Reus. Damals hat er noch 190.000 gegeben und jetzt bringt er nur noch 50.000? Ja, also ist schon mächtig gesunken, auf jeden Fall. Wir können noch circa 3 Packs ziehen. Joa. 3 Packs, 3 gute Packs. Und einfach nur mal gucken. Meistens habe ich die Erfahrung, dass in den letzten Pack, also wenn man nur noch sich eins gönnen kann, dass da was Gutes drin ist, aber kann auch nur Zufall gewesen sein. Wir werden das Pack einfach mal ablaufen lassen. Oh mein Gott! Rui Patricio! Wow! Also man könnte hier auch 200 Euro reinstecken, indem man sich FIFA Points kauft und ich wette mit euch, dass man trotzdem keinen guten Spieler hätte. Da hätte man wirklich keinen guten Spieler. Los, Hazard. Give me a Hazard. No, we have no Hazard. With my good English. Fitness, Fitness. Reflexe, Training. Managerliga. Der Rest kann weg. Der Rest kann weg. Traoré, okay. Nicht der echte, aber... So. Give me was Gutes. Ja. Müll, 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 Müll. Ein Pack können wir uns noch ziehen, circa. Wenn ich jetzt alles schnell verkaufe, zumindest das meiste. Oh, ja, FIFA backt wieder ein bisschen... fuck. Ja, dann werde ich irgendeinen Spieler schnell verkaufen, damit wir noch 200 Coins bekommen. Das wird dann das letzte Pack sein. Mal gucken, ob hier was Gutes drin ist. Sanchez braucht einen Vertrag, okay. Keine Ahnung, einfach mal aus der Mannschaft entfernen. Und irgendein einfügen. Ja, Aubameyang haben wir sogar noch für das Deutschland-Team. Falls ich mir irgendwann wieder eins aufbauen sollte. Habe ich noch einige Deutsche, ich habe sogar noch Neuer, ne? Oder sind hier keine Torhüter?
Ich meine, ich hatte noch einen neuer. Ja, den habe ich ja gezogen. Der müsste dann irgendwo sein. Mal gucken, wie wir verkaufen können. Hier, den Typen können wir verkaufen. Der grinst mich wie ein Pedo an. Und Eriksen werden wir wieder der Mannschaft hinzufügen. Ah, Eriksen, sehr guter Mann. Kann ich jedem empfehlen, der ein BPL-Team hat. So. Shop. Sets ansehen. Das letzte Pack. Komm schon, Griezmann. Gib mir ein Griezmann. Ein Griezmann. Griezmann. Give me eine Griezmann. Oh mein Gott! Tua Lalan! Ja, wie viel gibt er mir? Wie viel gibt er mir? 150 bis 5000. Boah, richtig fett. Ja, wir haben jetzt 110.000 für nichts ausgegeben. Ja, die YouTuber machen schon einiges, damit die Fans unterhalten werden. Jo, dann würde ich sagen, das war's dann für die heutige FIFA-Folge. Wenn euch dieses Pack-Opening gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Wird wahrscheinlich in nächster Zeit nicht so oft kommen, da ich ja von den Coins her nicht so viele habe. Aber wenn euch das Pack-Opening trotz, ja, Müll gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen FIFA mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.